Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der XL-Farm auf der Map Estancia La Pacho. Ich wünsche euch einen schönen ersten Weihnachtsfeiertag. Ich hoffe, ihr seid gestern reichlich beschenkt worden. Wie gesagt, nicht nur materielles, sondern auch einfach so was Nettes. Und ja, wir fangen an mit der Folge, indem wir mal unsere Fahrzeuge ein bisschen warten. Ich meine, viel ist es nicht. Aber wir achten einfach, denke ich mal, in diesem Let's Play darauf, dass unsere Fahrzeuge wirklich immer in super Zustand sind. So haben wir dadurch auf jeden Fall keine Nachteile. Was ich gesehen habe ist, okay, es ist auch noch nicht viel Zeit vergangen. Der Silagepreis ist immer noch bei 1500 bei der BGA. Vielleicht ist das ein Festpreis, ich weiß es nicht. Das wird man im Laufe des Let's Plays rausfinden. Außerdem habe ich noch einen Auftrag für einen Landschaftsgärtner im Kopf. Weil wenn wir hier zu unserer Werkstatt fahren, dann haben wir da schon das Problem, dass wir hier in der Sackgasse landen. So. Dann gucken wir mal, was hier der T9 braucht. Der ist übrigens eine super Kombination mit dem mit der Sämaschine, finde ich saugeil. Und der ist ein bisschen laut, ich weiß. Also die Aufgabe für einen Landschaftsgärtner wird sein, hier noch einen Weg anzulegen. Wir haben schon so viele Aufgaben für den. Hoffentlich kommt er bald. Ich denke mal nach den Feiertagen. Und hier muss auch einiges an Grünzeug noch weg. So, lass mich mal kurz überlegen, wo die Sämaschine eigentlich stand. Warte mal, hat man nicht? Ich hatte doch da, glaube ich, schon den Kercher hingestellt, oder? Irgendwo hier. Oder auch nicht. Hatte ich nicht einen Kercher platziert? Wir haben so viel Zeug. Ich weiß gar nicht mehr, was wir alles haben. Nee. Ja. Diverses Kercher. Da wäre gut, wenn wir eine Waschbetonplatte hätten. Wir stellen den hier neben den Brunnen. Kann man da nämlich das Wasser abzapfen. So. Mach mal aus hier, nicht die Luft verpesten. Heute Abend gibt es wahrscheinlich, ich bin mir noch nicht sicher, auch noch ein Minecraft-Livestream. Gucken wir mal. So, wenn dann ab so 20 Uhr, denke ich. Ich werde mal gucken, wie ich es zeitlich hinkriege. So, dann können wir die Maschine hier abstellen. Jetzt ist es sauber, repariert, gewartet. Also wie gesagt, der T9 kommt super mit der Maschine zurecht, weil der einfach so einen engen Wendekreis hat.
perfekt für die Maschine. Und zack, steht die hier drin. Perfekt. So, halt ein bisschen zu weit. Gut, dann gehen wir zu dem hier. Der hat auch schon einiges gearbeitet. Ein bisschen vor. So, dann noch den Düngestreuer und dann sind wir auch schon durch. Wer es nicht weiß, durch das Reparieren der Fahrzeuge erhaltet ihr nämlich die volle Leistung. Ja? Wenn ihr anfangt, die Maschinen verkommen zu lassen in dem Sinne, dann werden eure Traktoren langsamer, nicht mehr so leistungsstark und die Maschinen brauchen länger. Deshalb ist es hier auf jeden Fall wichtig im LS19, dass ihr die Maschinen regelmäßig wartet. Sonst habt ihr dadurch einfach ein paar Nachteile, die ihr nicht unbedingt haben müsst. Steht ein, ach so, der Drescher habe ich hinter die Scheune gestellt. Ja. Gerade überlegt, wo der Drescher rumsteht. So, aber das müsste auch schon gewesen sein. Wir werden jetzt gleich noch ein bisschen Gras bzw. Heu machen. Viele Möglichkeiten haben wir leider nicht vom Platz her. Aber ich werde die Grasflächen, die wir hier haben, einfach mal ausnutzen. Ne, da müssen wir noch mal korrigieren. So, jetzt muss es passen, sonst sind wir durchgefallen. Ja, so, halbwegs. Gut. So, deshalb habe ich hier schon den Johnny hingestellt. Ich weiß nicht, die Kombination gefällt mir sehr gut. Was sagt ihr dazu? Gefällt euch die oder findet ihr die ein bisschen too much? Aber ich finde eben, es ist sehr praktisch. Vorne ist Mähwerk dran, ein Butterfly und hinten gleich den Schwader. So, ich bin am überlegen, ob ich die Map hier ein bisschen bearbeiten soll. Weil hier das ganze Sträucherzeug, das geht mir schon ein bisschen auf den Geist. Wie ist denn der eingestellt hinten? Nach links passt. Supi. So. Oder wenn er wenigstens die Büsche hier weghäckseln würde oder so. Das wäre krass. Muss mal gucken, da vorne ist glaube ich ein Zaun, von dem her. Dann drehen wir hier mal eine Runde. Wird nachher beim Aufsammeln ein bisschen interessant, ob wir die richtige Spur finden.
Gehört uns das hier auch noch? Nee. Ich weiß, es wäre mir auch gleich angezeigt worden, aber darauf wollte ich jetzt nicht warten. Ich werde jetzt hier einfach mal ein bisschen Gras bzw. Heu einlagern. Gras, denke ich. Weil früher oder später wird man das brauchen. Solange die Felder noch im Wachstum sind, haben wir ja dafür Zeit. Nein! Oh, ich Depp. Den Bandschwader hätte ich auch ausmachen müssen. Naja. Haben wir es gleich mal verpeilt. Supi. Wollte ich eigentlich so nicht. Eigentlich wollte ich hier schön ein, zwei Spuren legen. Und nicht jetzt das, was ich da oben an Chaos veranstaltet habe. Aber so schlimm ist es, glaube ich, gar nicht geworden. Das ist gut. Ja, wir müssen auch ein bisschen auf diese Geschichten hier achten, dass wir uns da nicht vernachlässigen, also, dass wir einfach gucken, dass wir auch Gras, Heu und sowas im Vorrat haben. Was mache ich denn? Mann! B und H vergeigt. Ach, schon wieder, hey. Meine Fresse. V, B. V, B. So, jetzt. Kann nicht glauben, wie lange das dauern kann. Dreimal die falschen Tasten, ey. Ich glaube, dreimal reicht gar nicht.
So, ich fahre jetzt hier einmal noch und dann war's das. Nein. Ach Mensch. Noob am Spielen, Alter. Okay. Das soll es hier gewesen sein. Jetzt werden wir noch kurz hochfahren zu den Schafen. Da auch noch kurz mähen. Und dann lagen wir das Stroh ein. Und dann ist Feierabend für heute. Ich denke, ich werde vielleicht Ende dieser Folge noch die Nacht überspringen. Die werde ich euch als Timelapse reinhauen. Auch wenn es sowieso schnell geht. Oh, ich bin auf der falschen Seite. Naja, egal. So, gehört der Landstreifen hier mit zu mir dazu oder nicht? Ja, eigentlich schon. Oder? Keine Ahnung. Ja. Okay. So, Bandschwader noch und dann können wir loslegen. Ja, wenn der sich auch absenken würde. Dann senkt er sich nicht ab. Jetzt. Auch diese Arbeit muss erledigt werden, Freunde, ja? Sagt jetzt nicht, voll langweilig. Natürlich, ja, es ist langweilig. Aber wenn wir die Arbeit nicht erledigen, dann haben wir irgendwann das Nachsehen. Spätestens, wenn wir noch andere Tiere uns kaufen, haben wir damit ein Problem. Und wir werden uns definitiv noch viele andere Tiere kaufen. Wir möchten ja ordentlich Kohle verdienen. Natürlich ist es nicht die beste Arbeit, aber wie gesagt, als Landwirt muss man einfach da durch. Was man tun muss, muss man tun. Ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo oder Kommentar. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.